Hey Gigi. Mit dir, mein Freund. Once again back is the incredible. Jay Gigi am Start, Mibi Friendos. Ja, hallo. Halli, hallo, hallöle. Oder so ähnlich. Wie geht's euch? Ich hoffe, wunderbar. Die Temperatur im Außenbereich, na, kommt langsam so dem Winterklima nahe, nachdem ich vor 2 Wochen mit Hitzepickel beim Hautarzt saß, weil ich dachte, ich habe die komplette Krätze, ich aus dem Schwitzen nicht mehr rauskam, bin ich heute Nacht aufgewacht, hab mir eine zweite Decke geholt, weil ich so gefroren habe, hab das Fenster geschlossen und jetzt die Heizung angemacht. Ne? So ist das halt. Aber Leute, die Deutschen regen sich gerne übers Wetter auf und weil ich ein kompletter Allmann bin, wollte ich einfach meinem Ruf hier mal gerecht werden. Wir machen heute JBB 2014 und ich habe direkt zu Beginn eine Frage an euch, Freunde. Ja, machen wir das so? Was heißt, machen wir das so? Also ganz ehrlich, ich würde jetzt so rein aus meiner Gefühlslage her, aus von meiner Lage des Gefühls, das Mini-JBB überspringen. Habe ich das denn schon gemacht? Habe ich Mini-JBB gemacht schon, Freunde? Ihr dürft mir das wirklich nicht übel nehmen. Weil ich so viel Videos mache, dass ich manchmal echt überhaupt nicht mehr weiß, was ich schon gemacht habe und was nicht. Ich würde jetzt komplett auf meinen Hype hören und AT vs. Lasker mir reinziehen. Dicker, seid ihr da dabei oder was? Ja. Wie machen wir das? Kommentiert einfach hier in das Video, unter das Video, ob ihr Bock habt, dass ich das Mini-JBB noch mache. Ansonsten, Freunde, bei allem Respekt und vor aller Wertschätzung gegenüber Jasper beispielsweise oder wer da auch immer noch im JBB ist, ne? Wir haben noch so viel vor uns. Es kommt noch JBB 2015, es kommt noch die Cypher, es kommt noch das JBB 2000, das habe ich schon gemacht komplett, ne? Aber jedenfalls kommt noch so viel, worauf ich so einen Bock habe, Freunde, ohne Spaß. Und deswegen wäre das jetzt mein Ablauf. Noch eine Sache, ich habe mir überlegt, ob wir das so machen, dass ich zweimal in der Woche feste Tage einrichte, wo auf diesem oder an denen auf diesem Channel hier JBB Reactions und Analysen kommen. Wenn ihr darauf Bock habt, auch gerne mit Bit Tabeilen, ich bin den Kommentabaren. Yes, yo. Vielen Dank für den ganzen Support momentan. Alle neuen Leute hier auf jeden Fall Abo dalassen. Auf jeden Fall Glocke aktivieren wie Quasimodo. Und alle anderen Muchos Lobos, die das schon gemacht haben. Ihr seid absolut crazy. Yes, yo. Also machen wir das so. AT, Grüße gehen raus. Let's do it. Erste Runde Halbfinale gegen Lasker. Hype! Bin ich echt gespannt jetzt, Alter. Ach so, ein AT-Battle ohne seine Cracksteine wäre für ihn kein heimisches Gefühl. Deswegen müssen wir die gerade noch herrichten. 1, 2, 3. 3. 1, 2, 3. 4 Minuten 6. Freunde, ich hab Bock. Okay, jetzt habe ich gerade schon. Das, like, dislike. Geht. Geht so, ne? Sagen wir mal, na, geht so, ne? Aber wir lassen uns nicht blenden, wie immer. Kenn ich. Video kenn ich. Hab ich das schon mal? Ah, fuck, das ist immer so dieser peinliche Moment, wenn ich mir selber so die Frage stelle, ob ich da schon mal drauf reagiert habe, ne? Ich weiß es nicht, ich glaube aber nicht, aber mir kommt das Video jetzt direkt bekannt vor. Skandal, die Battle-Maschine schickte Gary ins Jenseits-Bitch. Ja! Ja! Chicky Beat am Start. Skandal, die Battle-Maschine schickte Gary ins Jenseits-Bitch. Der einzige Skandal ist, dass du Flitscherloch vertreten bist. Das Halbfinale ist für dich wie im Offline-Modus auf Google-Spaß. Würde Fotze da verdammt nochmal nichts zu suchen haben. Und langsam kommt... Alter, Digga, das ist einfach... Oh, Mann. Mega geil, feier ich direkt, Alter, ohne Spaß. Finale ist für dich wie ein Offline-Modus auf Google-Spaß. Würde Fotze da verdammt nochmal nichts zu suchen haben. Das Finale ist für dich wie ein Offline-Modus auf Google-Spaß, weil du da nichts zu suchen hast. Digga, das sind 2 Punkte, wirklich so. Das ist geil, Alter. Das ist geil, Digga. Treten bist das Halbfinale ist für dich wie im Offline-Modus auf Google-Spaß. Würde Fotze da verdammt nochmal nichts zu suchen haben. Und langsam kommst du auf den Trichter. Ja, ha, genau, du bist rausgekickt. Du bist wie Detox, alle Welt wartet drauf, dass du draußen bist. Der Druck bringende... Oh, Digga, das ist so gut. Ey, du wirst rausgekickt. Das ist wie Detox. Die ganze Welt wartet drauf, dass du draußen bist.
Allein schon, ich meine, der Reim draußen bist auf rausgekickt ist jetzt kein Reim, wo man sagt, boah, der steht ja mega krass im Kontext, so, ne? Aber de facto steht er wirklich gut im Kontext, so. Und füttert auch die Angriffsfläche, die er nimmt, von wegen, das ist das Finale, du hast hier nichts zu suchen, verpiss dich so, geht weiter in die Richtung, du wirst rausgekickt, das ist wie Detox. Detox ist das, ich weiß nicht, wie viele Jahre es angekündigt wurde von Dr. Dre, ist das ewig angekündigte und trotzdem nie erschienene dritte Studioalbum von Dr. Dre, wo wirklich die ganze Welt drauf gewartet hat, dass es endlich draußen ist. Ist aber nie kam, deswegen die Ticker. Das ist, was soll man sagen? AT hebt sich meiner Meinung nach komplett von der Masse ab, Alter. Ist wirklich so. Jedes Mal, wenn ich den höre, so, okay, manchmal gibt es so ein, zwei Runden, auch die Features, die jetzt in den anderen Runden davor waren, waren jetzt nicht so krass, aber das hier ist schon wieder, das ist einfach, das ist meiner Meinung nach Next-Level-Shit, Digga. Ja, genau, du bist rausgekickt, du bist wie Detox, alle Welt wartet drauf, dass du draußen bist. Der Druck bringende Flow-King und ich rede nicht von Lasker, Mann. Den verputze ich zum Frühstück, als wäre ich in der Massephase. Doch lassen wir das mit... Den verputze ich zum Frühstück, als wäre ich in der Massephase. Ich rede nicht von Lasker, Mann. Den verputze ich zum Frühstück, als wäre ich in der Massephase. Doch lassen wir das mit... Ja, es gibt kein Battle, ich meine, er reimt jetzt hier nicht direkt Lasker auf Bastard, aber es gibt kein Battle, wo Lasker erwähnt wird und danach nicht irgendwann das Wort Bastard fällt, Alter. Okay, den verputze ich zum Frühstück, als wäre ich gerade in der Massephase. Ja, ich habe jetzt überlegt, ob das so eine gute Punchline ist, aber ich meine, immer in der Massephase frisst man sich Masse an und das dann im Vergleich mit Lasker zu bringen, ist relativ lustig. Zum Frühstück, als wäre ich in der Massephase. Doch lassen wir das mit den fetten Witzen. Zwei ganz gute Gegner und jetzt darf ich im Halbfinale den Braxton ficken. Einer geht noch. Ja, das gefällt mir. Ich finde einfach, wie AT auch einfach rappt, das ist einfach, das ist zu krass. Auch diese Pattern, die ersetzt und die Betonungen dann immer noch, das ist so, das ist einfach für mich krass. Ich höre es einfach unglaublich gern, dann jetzt in Kombination natürlich auch mit so einem Beat kriegt man mich immer so, ne. So, ich weiß nicht, ich würde sagen, der läuft auf 94 BPM, der Beat oder so. Kopfnicker Scheiß, Digga, hast du mich mit. Wenn du dann noch geil drauf flowst mit lustigen Zeilen, kannst du eigentlich bei mir nichts falsch machen. Ich zeig dir den Weg zu... Zwei ganz gute Gegner und jetzt darf ich im Halbfinale den Wacken ficken. Einer geht noch, ich zeig dir den Weg zu den Sternen. Lasker kann man nicht rausschmeißen, ohne überheblich zu werden. Du wirst nass. Haha, Digga, komm, das ist einfach. Ich meine, das ist jetzt, da kannst du dich jetzt wieder drüber streiten. Ja, überheblich, wie meinten der denn so? Überheblich ist aber was anderes so. Aber allein diese Art, wie er mit dem Wort überheblich spielt, das finde ich einfach. Ich finde sowas einfach lustig. Ich belohne gerne Innovation. Ich stehe auf kreative Scheiße. Ich mag lustige Zeilen, wo man ein bisschen um die Ecke denken muss. Und wenn sie dazu noch lustig sind, ja, das ist einfach geil. Ich kann Lasker nicht rauswerfen, ohne überheblich zu werden. Das ist zwei Punkte, Digga. Auch wenn ich, ja. Ja, doch, eigentlich, es sind zwei Punkte. Ich zeig dir den Weg zu den Sternen. Lasker kann man nicht rausschmeißen, ohne überheblich zu werden. Du wirst gnadenlos zerstört, wenn ich einfahre in deine heile Welt. Denn hier passt du nicht rein wie deine Scheißmarm in ein Dreimannzelt. Ey, Tier, Feier, bringt mein Plastikrap zum Schmelzen. Da könnt ihr auch. Digga, geil, das ist so. An was erinnert mich diese Zeile? Alter, da hat doch einer das dünne. Wer hat denn irgendwie, du könntest in einem Trinkröhrchen schlafen, in einem Trinkstrohhalm schlafen? Oder wer hat denn diese Zeile gebracht gegen irgendeinen dünnen? Sogar gegen 80 vielleicht? Nee. Aber wer hat denn irgendwo. Irgendjemand, da habe ich mich doch auch so, ich feiere so Zeilen einfach. Das ist so ähnliche Zeilen, wie Santiago gegen PA Sports gekickt hat, so. Es sind einfach Zeilen, die einen zum Lachen bringen. Und dann noch, wie es rappt. Ich passe hier nicht rein, wie deine Barbe den scheiß Dreimann-Zelt. Das ist so richtig so. Alter, deine Muttersprüche par excellence, Digga. Feier, ich sind zwei Punkte, Mann. Ohne Spaß, real talk. Gebt mir eine ab, was soll ich sagen? Rausschmeißen, ohne überheblich zu werden. Du wirst gnadenlos zerstört, wenn ich einfahre in deine heile Welt. Denn hier passt du nicht rein wie deine Scheiße. Mach mir den Dreimann-Zelt. AT on fire bringt dein Plastikrap zum Schmelzen. Da können dir auch deine Scheiß nichts sagen, denn damit kannst du nicht helfen. Er bringt dein Plastikrap zum Schmelzen. Ist auch gut, Digga. Das kann man sich, das ist eine Zeile, die man sich schön bildlich im Kopf vorstellen kann. Dein Plastik-Rap zum Schmelzen, da kann dir auch dein Double Time nichts helfen. Ein Punkt, Digga. Ich finde das hier gerade erste Sahne, Alter, ohne Spaß. Wie ein entjungferter Konditor. Erste Sahne. Hab gehört, du willst die Plastik-Rap zum Schmelzen. Da können dir auch deine Scheiß nichts sagen, denn Double Time nichts helfen. Ich hab gehört, du willst die Texte nicht mal selber schreiben. Ernsthaft, du lässt dir sogar helfen bei der wacken Scheiße. Du und Ich hab gehört, du kannst die Texte nicht mal selber schreiben. Ernsthaft, du lässt dir auch noch helfen bei der wacken Scheiße. Wie er das rappt, ernsthaft, du lässt dir auch noch helfen bei der wacken Scheiße. Digga, ohne Spaß. Und auch da, woher hat er das gewusst, ne? Ich meine, ich habe ja gesagt, wenn ich Lasker mir reinziehe, dann gehe ich gar nicht auf diese Timetic-Situation ein, dass da irgendwie Timetic ihm die Texte geschrieben hat, so, oder? Aber er hat das wohl hier schon geahnt, den Braten gerochen oder irgendwie
von irgendjemand gehört. Auf jeden Fall finde ich das wieder sehr geil gerappt, einfach ohne Spaß so. Du hast deine Texte nicht mal selber schreiben, ernsthaft? Du lässt ja auch noch helfen bei der wacken Scheiße? Dope. Zerstört, du willst die Texte nicht mal selber schreiben, ernsthaft? Du lässt dir sogar helfen bei der wacken Scheiße? Du und irgendein Spaß schreibt die Texte einfach so runter. Und wenn's nicht klappt, habt ihr ja noch das Reimlexikon deiner Mutter. Du bist Eike fucking Schumann. Was, das Reimlexikon? Reimlexikon deiner Mutter muss man wahrscheinlich jetzt hier auf den Screenshot gucken. Mutter ein Reimlexikon, das es ihm erleichtern sollte, wenn's nicht klappt, habt ihr ja noch das Reimlexikon zu schreiben. Ja. Sekunde deiner Mutter, du bist Eike fucking Schumacher. So kennt man dich in deinen Bergen. Klingt doch geil, da könnte dein Gary ja glatt neidisch werden. Ich sag fucking Schumacher, so kennt man dich in deinen Bergen. Wenn's nicht klappt, habt ihr. Was, jetzt sagt er den Namen hier, keine Ahnung. Eike ist doch sein Name von Laskana. Jetzt muss ich mal kurz hier in die Lyrics gucken. Du bist Eike fucking Showmaker. Showmakers. Heißt er wirklich Showmakers? Heißt Lasker Showmakers? Showmaker? Du bist Eike fucking Showmakers. So kennt man dich in deinen Bergen. Klingt doch geil. Da könnte der Gary ja sagen, nein, ich werde wegen Gary fucking Washington, so, ne? Das ist auch einfach eine gute Zeile, so. Auch nochmal schön irgendwie diese Erinnerung wiedergeholt vom 80-Battle, so. Gary Washington-Battle. Showmakers, heißt ja wirklich Showmakers, Digga. Da könnte man ja echt glatt neidisch werden. Ja, noch das Reimlexikon deiner Mutter. Du bist Eike fucking Showmakers, so kennt man dich in deinen Bergen. Klingt doch geil, da könnte dein Gary ja glatt neidisch werden. Ich sag hier nicht, du hast gar nichts drauf. Inzwischen hast du deine Routine perfektioniert, aber das war's dann auch. Ich sag, du hast gar nichts drauf. Inzwischen hast du deine Routine, bei dir. Geil, geiler Flow, geile Betonung. Inzwischen hast du deine. Du hast gar nichts drauf. Inzwischen hast du deine Routine perfektioniert. Aber das war's dann auch. Kommt wieder jetzt ein Beat-Change. Also ich wirklich, jetzt kann ich nochmal kurz sagen, ich kann mich an die Runde gerade gar nicht mehr erinnern. Ich kenne das Video so, aber jetzt an die Punchlines habe ich gar nichts mehr auf dem Schirm gehabt. Oh, hoffentlich jetzt nicht schon ein langsamer, ruhiger Beat. Ich finde natürlich auch, dass 80 auf ruhige, langsamere, oder nicht auf ruhige, aber auf langsamere Beats geil rappen kann. Aber ich mag das, ich mag einfach diese Kopfnicker. So, also auch als ich als Feature bei 80 in der Runde war. Ey, der Straßenpenner wird jetzt geradewegs von mir massakriert und der rumzappelnde ADSler stirbt. Du kannst dich mal wieder hier gerade gar nicht konzentrieren. Du heißt zwar Marcel, doch ich nenne dich Zappel Philipp 4. Da war der Beat auch geiler als der Beat davor in der Runde. Ich mag ihn einfach auf diese flexenden Flow- und Kopfnicker-Beats. Laska, warum machst du das? Warum gibst du nur vor, was du sein, was du nicht bist? Greif dir nicht. Okay, ja, wenn er so dann drauf loadet, ist natürlich auch krass. Laska, warum machst du das? Warum gibst du nur vor, was du sein, was du nicht bist? Greif dir den Stift, auch wenn keiner deiner Lines gegen mich trifft und dein Image ein peinlicher Witz ist, hattest du immerhin deine 10 Minuten Ruhe, um dir ein paar Fans abzugreifen, die so dämlich sind wie du, aber nicht mal lange, dann wirst du den ganzen. Okay, ja, guter Flow, auch wenn mir die dritte Zeile jetzt vom Flow nicht so gut gefällt, dieses langsame Fa-Fa. Weiß nicht so geil, aber sonst auf jeden Fall mega gut mit den Silben und mit den Pattern gespielt, top, Alter, ohne Spaß. Auf so ein Beat so zu rappen ist auch nicht ganz einfach, weil du bei langsameren Beats, habe ich auch schon mal erzählt, natürlich viel mehr Platz hast, um deine Silben zu platzieren, ne? Und dann die richtigen Silben so auszuwählen, dass es im Endeffekt geil klingt, ist natürlich schwieriger, als auf einem schnelleren Beat, wo du sowieso eingeschränkter bist und nicht so viel zur Auswahl hast, ne? Um dir ein paar Fans abzugreifen, die so dämlich sind wie du. Aber nicht mal lange, dann wirst du den ganzen Scheiß bereuen. Ein kleiner Toy, der von der Skyline träumt. Schnappt sich das Mic, setzt den Ray-Ban auf und macht Rap-Videos mit seinen Teilzeitfreunden. Rap Double Time, damit die Kleinen sich freuen. Aber dein Ami-Rap-Sound klingt peinlich auf Deutsch. Und bei dieser ganzen nichtssagenden Pisse, die du laberst, hat auch die Geschwindigkeit da leider keine Bedeutung. Doch die Popular. Ist schon ganz gut, dass er sagt, auch bei den selben Kacke hat die Geschwindigkeit keinerlei Bedeutung. Dass er ihn damit frontet, dass er schnell rappt und aber nur Sachen sagt, die keine Bedeutung haben und das aber in einer Line rappt, wo er selber schnell rappt. Was dann quasi Lasker auch noch vorgaukelt oder vormacht, so von wegen, ey, guck mal, ich kann auch schnell rappen, was du kannst, nur bei mir ist noch Inhalt drin, so. Kommt mir das ein bisschen vor, gibt einen Punkt, aber bei diesem JBB schmeckt es immer mehr so, ne, dass ich selber als Zuhörer viel mehr diese einfach Lacherlines mag, diese Punchlines mag.
anstatt jetzt wieder so Real Talk angehaucht. So, das ist natürlich auch geil und kann einen richtig ficken, aber das unterhält mich jetzt als Zuschauer nicht so, wie wenn er einfach mir erzählt, dass seine fette Mutter nicht in ein Dreimannzelt reinpasst. So, jetzt ist es einfach viel mehr so. Popularität steigt und so wie bei dieser ganzen nichtssagende Pisse, die du laberst, hat auch die Geschwindigkeit leider keine Bedeutung. Doch die Popularität steigt und so wie dein Vorbild aus 8 Mile lebst du den Film. Fühlst dich, wenn du deine Videos drehst wie der King, doch genügt's nicht, um dir jedes Ego zu stillen. Und du weißt, dass ich eigentlich mit der Wahrheit nur versuche, für dich etwas Gutes zu tun. Denn du spielst dir selbst was vor wie Pianist ohne Publikum. Alter, wer kauft den? Du spielst dir selber was vor wie ein Pianist ohne Publikum. Gibt's denn auch so eine ähnliche Zeile von Farid Bang? Aber ich glaube, Farid Bang war irgendwo auf dem JBG und das war doch später als, ja, du spielst dir selber was vor. Also AT hat auf jeden Fall die Kreativität und die Innovation und den Intellekt und die Gabe und die Routine, selber auf so Zeilen zu kommen. Wir kennen viele Wortspiele von AT, Alter. Du spielst dir selber was vor wie ein Pianist ohne Publikum. Das finde ich auch ganz geil, da gibt es 2 Punkte für. Auch weil er sich diese Pointe so selber wieder erschafft. Ne? Er rappt den ganzen Teil davon, dass Laska hier fake ist, dass er nur schnell rappt, aber keine Aussage hat. Er sagt ihm halt, ey, das, was du machst, ist so scheiße, tralala. Und ganz am Ende kommt dann die Pointe von wegen, ey, du bist wie ein Pianist ohne Publikum, du spielst dir selber was vor. Und da schließt sich so der Kreis für mich. Und das finde ich einfach gut gesetzt und gut gestellt. Und deswegen gibt es hier 2 Punkte für. Pianist ohne Publikum. Alter, wer kauft dir die Scheiße denn ab? Ein paar Kids und ein Kumpel mit dem weißen A8. Und dann erzählst du bei der Dorfzeitung, du hast erst auf einem harten Weg zur Skyline geschafft. Und alle sind hin und weg davon, wie du flowst über deine Kackbeats mit der Mami Deutsch. Doch dein Traum wird langsam wahr, denn du hast bei der langen Zeit das Feature mit Moneyboy. Läuft bei dir, du musst dir kein... Mit deinem gestellten Ami Deutsch, dein Traumfeature wird langsam wahr, denn dann hast du ein Feature mit Moneyboy. Ist auch ganz lustig, gibt einen Punkt so. Finde ich, crasht aber ein bisschen minimal die Ernsthaftigkeit, die er hier jetzt versucht aufzubauen. Denn du hast bald dein langer Zettes Feature mit Moneyboy. Langsam war, denn du hast bald dein langer Zettes Feature mit Moneyboy. Denn du hast bald dein langer Zettes Feature mit Moneyboy. Geil gerappt, Digga, ohne Spaß. Du musst dir keinen Kopf machen, wenn ich mit der Take in dein Head schieß. Sogar der belanglose Dreck, denn du quatschst auf dein Rap-Tracks. Wirkt extrem wack und aufgesetzt wie ein Geschäftsbrief. Gib mir eine Coke, langsam voller... Aufgesetzt wie ein Geschäftsbrief, ja, ist auch ganz gut so. Belanglose Dreck, denn du quatschst auf dein Rap-Tracks, wirkt extrem wack und aufgesetzt wie ein Geschäftsbrief. Gib mir eine Coke, langsam voller mit der Maschine, Pistole, deine ganze fucking Rap in der Sippe. Nimm mit dem Messer, klinge diesen fetten Spinner auseinander und dann hängt der dumme Penner von der Decke wie Spinne, dass ich der Beste hier bin. Dann hängt der dumme Penner von der Decke wie ein Spinnennetz. Ja, gibt auch einen Punkt. Ich bin halt trotzdem nicht so dieser Double-Time-Fan. Also man muss hier wirklich den Hut ziehen. Ist schon geil. Also ich finde, es ist jetzt nicht das geilste Double-Time, was ich je gehört habe. So. Ist gut. Aber er haut mich jetzt nicht so weg, dass ich denke, oh mein Gott, wie er rappt, Digga, voll schnell. So, es ist gut. So, ich kann sagen, ja, es ist gut, aber vom Hocker hauen wie Kneipenschläger tut es mich jetzt auch nicht. Bin steht fest wie eine Statue. Du klinge diesen fetten Spinner auseinander und dann hängt der dumme Penner von der Decke wie Spinne, dass ich der Beste hier bin. Steht fest wie eine Statue. Du fragst, was ich... Steht fest wie eine Statue, ja gut, komm, da haben wir mal gerade einen Punkt übrig. Spinne auseinander und dann hängt der dumme Penner von der Decke wie Spinne, dass ich der Beste hier bin. Steht fest wie eine Statue. Du fragst, was ich im Bett deiner Martur. Wenn er dir sanot zu meiner Dicke die Pussy, dann schicke ich diese fette Sau auf Crack in die Grabruhe. Weil du gewinnst. Ficke deiner Mutter, deine Dicke, die Pussy. Das sind auch wieder diese Double-Time-Wörter, die ich oft bemängelt habe. So, das geht auch in die Richtung, ich weiß nicht, wer von euch meine Battles von vor 13 Jahren gesehen hat, ne? Könnt ihr gerne mal auschecken, hier auf meinem Kanal von der RBA habe ich ein Video hochgeladen. Das kommt jetzt auch bald der zweite Teil. Vielen Dank, dass das so geil ankam und euch das so flasht, so mich zu hören, wie ich vor 13 Jahren gebattelt habe. Flasht mich selber extrem. Das mal wieder alles so zu hören. Und da rappe ich auch irgendwann Double Time. Und da habe ich auch dieses diese typischen Double Time Floskeln halt. Pissi ans Bein, schicke die Beim, dicke die Deim, fricke die Deim, dicke Deim. Und Bänge deiner Mutter, was er hier rappt, gibt, ist auch, erinnert mich auch, sorry, wenn ich immer sagen muss, es ist aber leider so, in meinem Kopf verankert irgendwie. Erinnert mich es an Kollega, in dem Track mit Schissmann. Und ich fick da das laut im Stripclub mit noch einer Bitch am Sarg. Gib mir den Dick in die Pussy, bis sie nicht mehr kann und mach weiter bis Mitternacht. Der Boss. Bin ich nicht gerade Geld am Zählen, raub ich Scheldtankstellen im Pelzmantel aus. Erinnert mich halt daran, deswegen, ich kann dem nichts abgewinnen, so irgendwie. Was ist halt auch als komplett aussagelos ist, ne? Bänge deine Mutter und schicke sie auf Crack sonst wohin, ne? Das ist so, ich weiß nicht, ich finde, das beißt sich auch mit der kompletten ernsthaften Message, die er jetzt hier gerade versucht aufzubauen. Du gewinnen willst, brauchst du beim Spitten Hilfe, Silbe zu finden, die schnell über die Lippen geht.
Das brauchst du beim Spitten, das ist mal wieder geil gewesen. Fetter Sau auf Crack in die Grabruhe. Weil du gewinnen willst, brauchst du beim Spitten Hilfe, Silbe zu finden, die schnell über die Lippen geht. Du kannst den Tausender haben, doch tu mir gefangen und gönn dir von dem Geld ne Gesichts-OP. Bitte, tu es. Auch finde ich als Endline echt nicht geil zu sagen, bitte gönn dir von dem Geld ne Gesichts-OP. Ist für mich eine, ist so ein bisschen, geht auch in die Rubrik Zeilen, die ich mit 13 gerappt habe, und ist so ein bisschen so dieses Grundschulniveau von wegen, ey, du bist doof, Spiegel. Das ist so ein bisschen ähnliches Niveau zu sagen, bitte kauf dir eine Gesichts-OP, wa? Du bist so hässlich, ja, da würde ich lachen, in den Kreissäge rennen und so, ne? Obwohl das schon fast so besser wäre. Finde ich jetzt gerade ein bisschen lahm, muss ich sagen. Auch gerade, weil es halt sowieso dieses ernsthafte Feeling, was bei mir jetzt, wenn ich ehrlich bin, nicht unbedingt so krass ankam auf den zweiten Beat, das jetzt noch so zu beenden mit so einer Zeile, die man quasi schon irgendwie so kennt. Das ist so eine 0815-Floskel für mich. Feier ich jetzt nicht so geil. Hey, die lädt zum Tanz mit dem Teufel. Wir kommen und holen dich beinahe. Okay, das kommt unerwartet, Digga. Hab ich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Wie Regentropfen bei Niederschlag. Entertainment, me friendo. Zum Tanz mit dem Teufel. Aber guck mal, jetzt, ich weiß ja, ist immer noch der gleiche Beat, ne? Ja, okay, es wird jetzt ein bisschen epischer gemacht, aber wenn ihr mal jetzt überlegt, so krass 80 rappt und so, ne? Ich bleib dabei, dass ich ihn auf diese schnelleren Beats nahezu unfickbar finde. Auch als ich sein Live-Battle jetzt gesehen habe, sein On-Beat-Battle bei, war das Rap am Mittwoch? Ich weiß es nicht. Letztens hat er noch irgendwo gebattelt, so. Digga, da stehe ich wirklich da mit all meiner Routine und mit all meinem riesen Selbstbewusstsein und Ego, was ich in diesem Rap-Ding habe, wirklich, denke ich mir, pah, das ist einfach krass halt so, ne? Aber auf den langsamen Beat fand ich jetzt nicht so geil, zum 900. Mal gesagt, und jetzt guckt mal, was Entertainment schafft, für ein Feeling aufzubauen, so, ne? Komplett anders, da hast du direkt so, what the fuck, das hört sich halt komplett krass an. Zum Tanz mit dem Teufel. Wir kommen und holen dich bei Nacht. Dein Ende kommt mit dem Anfang der Träume. Aber mal Real Talk, das ist doch nicht Entertainment. Was ist denn das für Spaß, die Bewegung, die er da gerade gemacht hat? Das ist doch nicht Entertainment in dem Video. So unsicher wird sich Entertainment nie bewegen. Und wenn doch er sich jemals so unsicher und steif bewegen würde, würde Trailfingers das niemals ins Video nehmen, weil er... Guck mal, wie der sich bewegt, Digga, das ist doch nicht Entertainment, jetzt mal ehrlich. Dein Ende kommt mit dem Anfang der Träume. Unermüdlich halten uns die Todesschreie. Hey, die lädt zum Tanz mit dem Teufel. Wir kommen und holen dich beinahe. Ey, 80, mein Freund, wenn du das siehst, schreib mir mal privat. Oder Cedric, wenn du das siehst, schreib mir mal privat. Ich verspreche euch, ich häng's nicht an die große Glocke, aber bitte sagt mir mal, ich würde alles wetten, dass das nicht der echte, dass nicht der echte Ente ist. Echte Ente. Das kommt mir gerade komplett, wie als würde sich da einer hinstellen und versuchen, die Moves nachzumachen. Dein Ende kommt mit dem Anfang der Träume. Unermüdlich halten uns die Todesschreie. Ja, leider finde ich, ist mir das zweite Feeling ein bisschen zu krass aufgesetzt. Ente kriegt natürlich sowieso einen Punkt von mir, weil allein schon wegen Feeling. Ist der zweite Teil ist mir zu aufgesetzt. Es ist zu auf hart, nicht auf hart gemacht, aber zu auf ernst, serious gemacht. Und die Message kommt leider bei mir nicht so an, muss ich ehrlich sagen, das Feeling. Erster Teil auf jeden Fall dreimal besser. Hätte er den ersten Teil durchgemacht, Digga, hätte ich diese Runde sowas von hardcore abgefeiert, so. Aber er hat trotzdem auf jeden Fall gut Punkte abgesahnt. Ja, wie gesagt, der zweite Teil hat mir jetzt so ein bisschen, hat mich ein bisschen gedämpft. Auch natürlich immer noch mega hohes Level ist 80, brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Aber busy gedämpft bin ich jetzt schon, gell? Und jetzt ziehen wir uns Labaska rein, Alter. Da bin ich auch immer gespannt bei Laska, weil Laska für mich, also, wie gesagt, ich lasse diese ganze, wer hat mir die Texte geschrieben, Scheiße, einfach mal außen vor. Hör nur Laska und dann finde ich ihn eigentlich immer geil. Was geht ab, du Hurensohn? Ich fick deine Mutter anal, deine Schwester auch und dein Vater auch, nur Homo. Hey, das ist so dumm. Es gibt bestimmt ganz viele, die dieses Intro mega beschissen finden. Ich fand's gerade irgendwie lustig.
Ich fand's gerade irgendwie lustig so. Fick deine Mutter anal, deine Schwester auch und dein Vater auch nur Homo. Und wegen dir, Lasker, ist jetzt meine Werbefreundlichkeit schon wieder komplett am Arsch. Da versuchst du dich ein bisschen zurückzunehmen. Da bist du aber froh, dass du 3 Videos am Stück monetarisieren kannst, Alter. Und jetzt kommst du. Was soll das? Hä? Apropos YouTube und so, ich habe gestern das Video von Mois gesehen. Ich gucke Mois jetzt wirklich nicht so oft. Ich habe ihn zwar abonniert, ich gucke ihn auch immer mal, ne? Aber gestern habe ich das Video gesehen, wie er über YouTube redet. Und Alter, der wird gerade so hart gefickt von YouTube, das ist echt asozial. Und ich finde, viele denken bestimmt, oh, Mois, hab keine Komplexe oder so, ne? Was YouTube mit dir macht, das ist nur ein Zufall und so, tralala, ne? Aber wer ist das? Digga, ich würde zerbrechen, ich würde verzweifeln, ich wüsste gar nicht, was hier abgeht, Alter. Zieht euch das Video von Mois mal rein, da wisst ihr, wovon ich rede. Zu abnormal, wie YouTube den gerade fickt. Also das habe ich wirklich noch nie gesehen. Das ist zu abnormal. Einfach abonnieren-Button. Einfach weg. Tja, Mois, dich kann keiner mehr abonnieren. Alter, das ist zu asozial, wirklich, wa? Egal, jetzt, Lasker, come on. Yeah. Yeah, Lasker, yeah. Jetzt bekommt die kleine Fame-Hure ne Bombe. Dich ficken ist gerade kein Problem. Dein Ape schafft es nicht mal ins vierte Finale einzuziehen. Und das in VBT, du hast verloren, Junge, weil du aufgegeben hast und das in Vorrunde 2 im Jahr. Ja, Feeling ist geil. Ich finde auch bei Lasker merkt man so, er weiß, welche Beats ihm stehen und auf welche Beats er geil kommt. Und die pickt er hier stur durch. Und das finde ich wirklich gut. Ist ein typischer Lasker-Beat. Ich glaube, du könntest mir den Beat zeigen und du würdest mich fragen, wer aus dem JBB 2014 würde da am besten drauf passen. Und ich würde sagen, Lasker ist sehr gut abgestimmt, gefällt mir. Kein Problem, auf einzuziehen, wie er es in den ersten 2 Zeilen reimt, finde ich jetzt, weiß ich nicht. So Reime sind prinzipiell kein Problem, wenn man mal eine E-Silbe auf eine I-Silbe reimt. Oder in dem Fall auf den 2 Laut IE. Ist nicht so das Problem. Ich würde es nur nicht an den Anfang packen, halt so, weil es mich direkt so dämpft, so. Ich bin sowieso ein Freund davon, die Tür einzutreten, so. Natürlich ist es geil, gerade so, habe ich auch schon oft gesagt, an Stelle 4, 8, 12 und 16 die Pointen so zu setzen, ne? Aber prinzipiell bin ich auch wirklich ein Freund davon, mit einer überkrassen Zeile reinzukommen, so. Die Tür aufzutreten, so gar nicht keine Spannung aufbauen, sondern BAP, du, jetzt geht's los. Und das, finde ich, misslingt ihm hier ein bisschen, auch wenn er trotzdem einen guten Einstieg schafft, indem die Drums hier die ersten 4 Zeilen noch ausgesetzt sind und er dann reinkommt. Ist schon gut, aber fehlt mir jetzt, mir persönlich fehlt bei sowas direkt nach 4 Zeilen der Hard Hit, so dieses direkt, wow. Bitte, du hast verloren, Junge, weil dein Ape schafft es nicht mal ins vierte Finale einzuziehen. Und das in VBT, du hast verloren, Junge, weil du aufgegeben hast und das in Vorrunde 2. Im Jahr davor war Flug, der dich angespitzt in den Boden klopfte. Doch denk nicht, du hast mit deinem Standard-Shit hier eine große Chance, sogar... Und angespitzt in den Boden knockte, dabba, mit deinem Standard-Shit hier eine große Chance... Gut gereimt. Er fängt halt direkt mit diesem Real Talk Ding an, was ich jetzt so ein bisschen kritisiert habe. Was natürlich alles sein kann. So, Lasker fühlt es auch bestimmt und denkt, oh, jetzt treffe ich ihn da, wo es wehtut. Vielleicht trifft diese Runde AT auch hart, so diese Real Talk Dinge, ne? Vielleicht treffen Real Talk Zeilen den Kontrahenten wirklich härter, als wenn man sagt, ey, deine Mutter passt nicht in ein Dreimannzelt, so, ne? Kann sein, aber für die Zuhörer ist es halt irgendwie, ich will hier Fax sehen, Alter. Deine Mama war eine dumme Schlampe, denn wirklich jeder außer ihr wusste, dein Rabenvater bumst eine andere, die da zu deiner Stiefmutter wurde. Doch ich glaub nicht, nur dein Daddy war verliebt in die Hure. Okay, wenn das jetzt echt Real Talk ist, dann finde ich es auf jeden Fall saftig, weil das ist halt, das sowas trifft halt auf jeden Fall Assi, Alter. Es ist halt lustig, dass es immer dann natürlich härter trifft, sobald man irgendwie Kraftausdrücke damit reinballert. So, aber im Grunde genommen ist es so. Rap ist Kraftausdrücke. Und wenn du so eine Aussage ohne Kraftausdrücke bringst, dann wirkt sie einfach nicht so hart, wie wenn du halt irgendwelche Kraftausdrücke drunter legst, Alter. Eine dumme Schlampe, denn wirklich jeder außer ihr wusste, dein Rabenvater bumst eine andere, die da zu deiner Stiefmutter wurde. Doch ich glaub nicht, nur dein Daddy war verliebt in die Hure. Denn ständig küsst du sie und packst sie an die Hängetippen. Nebenbei, ich würd gern deine Schwester ficken. Alex, man, the front is scary, I'm a... Das ist auch keine harte Punchline, das ist auch komplett primitiv zu sagen, ich würde gerne deine Schwester ficken, aber so wie er es rappt, so, ne? Und auch, dass er bei der Stelle den Reim nach vorne zieht, so. Das kommt dann so ein bisschen unerwarteter, so ein bisschen,
unvorhersehbarer. Und dazu sagen, nebenbei, ich würde gerne deine Schwester ficken, ist wie gesagt komplett plump, aber die Arroganz, die er da an den Tag legt, gibt mir irgendwie so das Gefühl, so nebenbei, ich würde gerne deine Schwester ficken. Und das auch noch ans Ende der Zeile, wo er die ganze Zeit über die Familie herzieht, hat auf jeden Fall schon Gewicht und irgendwie ein ganz hartes Feeling, was mir gerade gefällt. Packst dir an die Hänge, tippen nebenbei, ich würde gerne deine Schwester ficken. Alex, Mann, du frontest Gary mit paar behinderten Clips, doch merktest nicht, dass von dir auch einer am Internet ist. Ja, dein 80, Mann, du hast mehr Angriffsfläche als die Fans denken, denn vor ein paar Jahren warst du noch lächerlich am Breakdancen. Wer soll den Ja, dann zeig doch mal so Videoausschnitte. Bin ich auch kein Fan von, aber würde mich jetzt in dem Fall interessieren, weil AT gegen Gary Washington ja auch so einen peinlichen, der war halt auch wirklich, was heißt peinlich, so, da musste man das gar nicht groß irgendwie, ja, der war schon lustig für sich so, ne, und ja, weil er lächerlich am Breakdancen war. Ich meine, sag mir mal ein Breakdancer, hätte AT durchgezogen, wäre jetzt ein krasser Breakdancer, zeig mir mal ein Breakdancer, der das erste Mal breakt und sofort geil aussieht. Ich meine, jeder fängt ja irgendwann mal an, lächerlich zu breakdancen, wenn ihr versteht, was ich meine. Angriffsfläche als die Fans denken, denn vor ein paar Jahren warst du noch lächerlich am Breakdancen. Wer soll den Türnagel noch ernst nehmen, denn bei deinem Rumgampel vor der Camper spür ich gerade Fremdschämen. Lass das Cannabis doch sein, wenn du's nicht verträgst, denn ich glaub, der tanzt gar nicht, er versucht nur zu stehen. Ey, yo, AT. What, Punchline, Digga. Das ist der, Digga, das ist gut. Das ist eine geile Punchline. Das so zu erwähnen, dass er Breakdance früher gemacht hat und so, tralalalala, und dann zu sagen, aber ich glaube, er tanzt gar nicht, er versucht nur zu stehen. Das ist geil. Hat natürlich auch so ein bisschen die Untermalung, dass 80 sowieso einer ist. Also könnte man denken, dass auch da ein bisschen der Wind herweht, dass 80 so ein Besoffener ist, immer auf Droge und schwer stehen kann. So ein bisschen humbugmäßig jetzt so zusammengereimt. Aber könnte man auch ein bisschen so verstehen. Finde ich irgendwie gerade eine ganz geile Punchline so. Doch sei, wenn du's nicht verträgst. Aber als jemand zu sagen, lass das Cannabis rauchen, wenn du es nicht verträgst. Ich meine, aus Lasker-Sicht, damals wusste man das jetzt nicht so, aber heute weiß man ja, dass Lasker auch Probleme hatte, depressive Phasen hatte und psychische Probleme durch Drogen und so. Und das dann sozusagen ist auch ein bisschen verwerflich so. Das ist, wenn ich wie zu jemand sage, Alter, zieh doch mal deinen grünen Pulli aus, Alter. So, ja. Denn ich glaub, der tanzt gar nicht, er versucht nur zu stehen. Ey, yo, AT, du machst vor den Kindern jetzt im Internet auf King of Rap. Doch ich weiß, wer hinter diesem Künstler steckt. Und du zitterst, wenn die Wahrheit kommt ans Licht. Ja, dein keiner weiß, wie oft du schon geschlagen worden bist. Ey, yo, AT ist der, der sich hinterm Bett gekrümmt versteckt und schreit, Mama, nimm Papa bitte den Gürtel weg. Also warte nicht auf Julians Bezahlung, denn in diesem Battle gewinnst du aber nur an Erfahrung. Ja, vom Flow her finde ich die Hook gut, ist auf jeden Fall geil. Aber du sagst, Papa, nimm Mama den Gürtel bitte weg, oder was er da sagt, finde ich so Nonsens so. Und zu sagen, du gewinnst zwar, aber nur an Erfahrung, ist auch ganz gut so. Ja. Ist ja krasser Shit, doch ist Bezahlung, denn in diesem Battle gewinnst du aber nur an Erfahrung. Du hast ein Label, ist ja krasser Shit, doch sag, wie willst du deine drei Künstler pushen, wenn du es bei dir selbst nicht mal gebacken kriegst, denn keiner deiner Rapper knackt die 300 Likes, außer du und das durch Julian, Digga, weißt du Bescheid. Krasse Jetzt ist halt, ja, schön, die Aussage ist, dass keiner die 300 Likes knackt, außer du, weißt du Bescheid, ist auch so, das ist so ein Wort, das ist, beziehungsweise zwei Wörter, das ist wie so ein Stilmittel, so, weißt du Bescheid, das ist, keine Ahnung, das ist für mich, ist sowas würde ich nie kicken, das wäre mir viel zu aussagelos, fast schon whack. Deiner Rapper knackt die 300 Likes, außer du und das durch Julian, Digga, weißt du Bescheid. Krasse Marketingkonzepte, doch ne Aspirin-Tablette bleibt nicht aus bei deinem Sound und deinem Sprachfehler beim Rappen, du hast echt wacky Marketingkonzepte und eine Aspirin-Tablette, doch der Depper, Sprachfehler beim Rappen. Ja, das ist schon ganz gut so. Ich hätte es aber umgedreht. Weil der Reim Aspirin-Tabletten auf Marketingkonzepte ist nicht ganz sauber, unreine Assonanz, aber ist schon gut, ne? Sind zwei Substantive gut, ja? Aber den Sprachfehler beim Rappen ist halt kein Substantiv, sondern das ist eine Zusammenstellung aus mehreren Worten. Und wenn du das ans Ende setzt, finde ich schon wieder, die Pointe ist nicht schlecht oder so, hättest du aber wieder besser machen können. Hättest du so gemacht, du hast einen Sprachfehler beim Rappen, Marketingkonzepten, trotz den Aspirin-Tabletten. Dann finde ich, wäre das geiler gewesen, weil du einfach den guten Reim Aspirin-Tabletten an letzte Stelle geschaffen hast, so. Auf eine Aspirin-Tablette bleibt nicht aus bei deinem Sound und deinem Sprachfehler beim Rappen. Du hast echt wacky Lispler und gehörst deshalb nur in die Logopädie und nicht in ein Rap-Battle, Digga. Er versucht mit seinem Gelispler. Jemand mit Sprachfehler zu fronten, dass er in die Lokopädie gehört, ist auch, das ist halt zu naheliegend für mich, Digga, wirklich, ich glaube, das geht AT auch so am Arsch vorbei halt. Und gehörst deshalb nur in die Lokopädie und nicht in ein Rap-Battle, Digga, er versucht mit seinem Gelispel, wo mit Schlangen zu sprechen, doch wir sind nicht bei Harry Potter und die Kammer des Schreckens gibt eine.
Das ist gut. Ich kenne zwar Harry Potter nicht, aber das ist saugut in Reim verpackt. Also ich kenne Harry Potter natürlich so, ne? Der wird wohl irgendwo mit Schlangen sprechen, ne? Mit Schlangen zu sprechen, so wie Harry Potter in die Kammer des Schreckens. Das steht saugut im Kontext zusammen, ist ein sauguter Reim und sowas finde ich echt gut. Und wenn Harry Potter jetzt wirklich da mit Schlangen spricht, wovon ich jetzt mal ausgehe, dann ist es eine 2-Punkte-Zeile. Es ist auch relativ kreativ, AT damit zu fronten, dass er so lispelt, weil er versucht mit Schlangen zu sprechen. So, ist jetzt nicht so, aber es ist schon so, okay, ja, hat sich jemand was bei gedacht. Mit seinem Gelispel, wo mit Schlangen zu sprechen, doch wir sind nicht bei Harry Potter. Und die Kammer des Schreckens gibt einen S-Locken eins weg. Echt dope Hi-Hats und alle. Ja, geil. Das ist geil. Ich dachte mir gerade auch, das sind voll die Hi-Hats. Echt dope Hi-Hats, 2 Punkte. Das sind gute Zeilen, Digga. Das sind gute, innovative Zeilen, so. Real Talk. Gib deinen S-Locken eins weg. Echt dope Hi-Hats und Alexander, Mann, du da. Ich mag auch den vorgezogenen Flow, den er hier immer hat. Das ist wie mit dem nebenbei, ich hätte Bock, deine Schwester zu ficken. Echt dope Hi-Hat, das sind diese vorgezogenen Flows, nicht auf die 4 aufs Ende der Zeile, sondern vor halt. Finde ich, ist immer ganz geil. Nein, Zweck. Echt dope Hi-Hat. Und Alexander, Mann, du dachtest, deine Fishbone zerstört Gary Nine. Denn vor paar Jahren liefst du selber rum in Sir Benny Miles. Dicke Bling. Ja, aber Sir Benny Miles ist doch Killer, Digga. Fishbone und Sir Benny Miles sind doch zwei Welten, Digga. Also Fishbone, aber Bitch, du weißt, dass du mit Fishbone-Kleidung nicht in Discos reinkommst. Also Sir Benny Miles und Fishbone kann man wirklich beim besten Willen nicht miteinander vergleichen, Alter. Das ist so wie Kick und South Pole, als würdest du das vergleichen so. Vor paar Jahren liefst du selber rum in Sir Benny Miles. Dicke Bling Bling in den Ohren, Mann, und hochgegelte Haare. AT, du warst nur ein Kollege für arme Digga, nix weiter, keiner checkt den. Böser Flow. Hochgegelte Haare, Dicker, du warst nur ein Kollege für arme Dicker, nix weiter. Feier ich, das ist wieder dieser vorgezogene Flow, feier ich komplett, Alter. Mann und hochgegelte Haare, AT, du warst nur ein Kollege für arme Dicker, nix weiter. Keiner checkte, dass ne 88 in deinem Namen ist, willst du uns damit sagen, dass du rechts gerade. Kahler bist oder Nazi bist, hätte ich jetzt gesagt, Reimter. Nix weiter, keiner checkte, dass ne 88 in deinem Namen ist, willst du uns damit sagen, dass du rechtsradikalisch bist, ich startete Google Chrome. Rechtsradikalisch? Kann man das sagen? Rechtsradikalisch? Ist aber eine gute Zeile, weil er macht, das ist halt auch wieder, ja, wenn er das jetzt mehr ausbauen würde, dieses Rechtsradikal, und auf sein 88 gehen würde, fände ich das auch eigentlich eine ganz gelungene Angriffsfläche, so. Aber sag, Digga, das heißt doch, ich weiß nicht, das ist so ähnlich wie bei grammatisch und grammatikalisch, so. Da dachte ich auch früher bei der Neo-Runde gegen Chanakan, wenn du es nicht mal schaffst, einen grammatikalisch freien Text zu verfassen, oder irgendwie so, rechts. Das heißt doch rechtsradikal, Digga. Aber wahrscheinlich kann man wieder beides sagen, so, ne? Hätte einfach gesagt, nicht rechtsradikalisch bist, sondern das kalisch nicht genommen, sondern Nazi. In deinem Namen ist, willst du uns damit sagen, dass du rechts ein Nazi bist? Radikalisch bist, ich startete Google Chrome. Hab mich informiert und auch die Nackendichter, aber Hurensohn. Oh, bitte, das war so klar, diese Hurensohn-Reime, die erkennst du immer 5 Meter gegen den Wind geschissen, Alter. Das wusste ich vorgestern schon, dass der auf Google Chrome Hurensohn reimt. Startete Google Chrome, hab mich informiert und auch sie nannten dich da, aber Fuhrensohn. Und damit ich nicht mehr an ja diese miese Furt betrügen muss, kill ich dich und mach aus deiner Hühnerbrust Geflügelwurst, Digga, gegen. Ich mach aus deiner Flügelbrust, aus deiner Hühnerbrust Geflügelwurst. Finde ich geil, so Zeilen mag ich, das ist Sheldon Kluger, Sheldon Cooper und so. Das sind diese Zeilen so, die gut ineinander stehen. Oder du hängst, nee, die, oh, da habe ich auch eine richtig gute, die wollte ich gerade droppen. Aber ich habe mir vorgenommen so, wenn ich Texte schreibe und mir fallen gute Zeilen ein, sie nicht mehr so zu spoilern. Weil jeder, der sie dann von meinem Spoiler kennt, feiert sie dann, wenn sie im Endeffekt präsentiert wird, nicht mehr so. Aber ich habe da eine gute, Digga. Ich könnte dich auf Zweck reimen, Dan. Kill ich dich und mach aus deiner Hühnerbrust Geflügelwurst, Digga. Gegen dich könnte ich auf Zweck reimen, Dan. Du bettest dich selber mit deiner echt nicen Gang, er will um. Ich finde aber, also, diese könnte ich auch Zweck reimen, Dan, finde ich, ist aus dem Mund von dem Laska echt ein bisschen heikel, weil Laska ist schon einer, der, also, der schon eher zum Zweck reimen neigt als ein 80 oder so, ne?
Also wenn ich die ersten Runden davon Laska mir reingucke, da wo nur ho, yo, mo, flow, no, nur diese Wörter genommen sind, die komplett null Sinn haben, die komplett mit 1 Milliarde anderen Wörtern hätten austauschen werden können, die aber nur genommen werden, damit sie in den Reim passen, dann finde ich das jetzt, wenn er sagt, ich könnte auch Zweckreim, dann ist so ein bisschen schwierig, weil es gibt bestimmt viele, viele oder mehrere Leute von meiner Sorte, die jetzt sagen, ja Digga, was heißt, du könntest Zweckreim, du zweckreimst doch so. Unklug. Dich könnte ich auch zweckreimen, denn du bettest dich selber mit deiner echt nicen Gang. Er will unbedingt. Ja, aber Digga, deine Gang, das ist genau das nächste. Deine Gang, ich weiß ja nicht, aus welchem Video war das, aus der Runde davor, ne? Gegen, war das gegen Ente? Weiß ich gerade nicht mehr. Auf jeden Fall war da noch Laska auch mit einer Gang, Digga. Also, das kannst du mir jetzt auch nicht erzählen, dass die krasser war als die vom 80, die du gerade in Dreck ziehen willst, so. Zweckreimen, denn du bettest dich selber mit deiner echt nicen Gang. Er will unbedingt Likes und deshalb bist du wie ein Alkoholiker bei jeder fucking Runde dabei. Ey, ich bumm's dann in Hype. Das ist eine gute Zeile. 2 Punkte. Weil 80 habe ich ja letztens auch gesagt, so, als ich gesagt habe, da fickt ja jeder mit jedem. 80 heißt schon jetzt, ich weiß nicht wie oft, ihr wisst es besser, aber schon so gefühlt sehr oft in anderen Runden aufgetaucht mit einer Hook. Und dann zu sagen, du willst unbedingt Likes, denn du bist wie Alkoholiker bei jeder Runde dabei, finde ich, puncht und ist auch vom Wortspiel ganz gut. Und dementsprechend kommen da 2 Punkte raus. Herzlichen Glückwunsch, Laska. Guck mal, wie leicht machst du wie ein Alkoholiker bei jeder fucking Runde dabei. Ey, ich bumm's dann in Hype, guck mal, wie leicht. Guck mal, das ist genau, das ist so ein Zweckreim. Ich bumm's deinen Hype. Das ist genau wie ein Zweckreim, muss ich auch bei mir eingestehen, als ich bei Entertainment sage, mach deinen Kopf zu, du kleiner Idiot, denn ansonsten trete ich auf dich ein, bis du am Robben bist wie ein Bayern-Trikot. Ich scheiß auf deinen Flow. Das ist so, naja, Zweckreim ist vielleicht zu heftig, aber das ist einfach so Lückenfüllerreim, so komplett kein aussagelos. Aussagelos, ich meine, natürlich kann man jetzt sagen, ja, aber in der Aussage, ich bumm's deinen Hype oder ich scheiß auf deinen Flow, da ist doch eine Aussage drin. Ja, klar, aber es ist halt so wenig Aussage, dass es, du hättest es komplett weglassen können und es hätte nichts geändert, so. Und noch dazu kommt es halt, ich bumm's deinen Hype, da kannst du auch sagen, ich fick deinen Hype oder ich knall deinen Hype oder ich bang deinen Hype oder du könntest halt dieses Bums mit 1 Milliarde anderen Wörtern austauschen und du nimmst aber Bums, weil sich halt auf so wie ein Alkoholiker bei Runde dabei, bumms deinen Hype, reimt so, ne? Deswegen, ja. Jeder fucking Runde dabei, ey, ich bumms deinen Hype. Guck mal, wie leicht man sich zerlegen kann, denn das sind alles Fakten, ey, die einfach nur dein Leben, ey, yo, ey, die. Einfach nur dein Leben. Guck, der nächste, sorry, ich will mich jetzt nicht warm fahren. Der nächste Zweckreim, meiner Meinung nach. Wie leicht man dich zerlegen kann, das ist einfach nur dein Leben, Mann. Aber dieses Mann, was hat das Mann für einen Sinn, außer, dass es sich reimt auf kann. Du könntest es Mann auch mit Bitch, Ho, Kid, what the. Kollege macht es auch so oft mit seinem Kid. Aber dieses Kid war wenigstens noch so innovativ, das hast du halt nirgendwo anders gehört, so, ne? Aber das ist auch, das ist halt, das, wenn ich jetzt die ganze Runde von Laska nochmal so vorgehen würde und so. Und natürlich fast schon übertrieben auf diese kleinen Zweckreimchen, auf die kleinen Süßen achten würde, dann würde ich bestimmt auf den einen oder anderen stoßen, so. Und das auch hier wieder platziert als Ende von der Zeile oder von dem ganzen Track so, als quasi die zernichtende Zeile, finde ich, ja. Du machst vor den Kindern erlegen kann, denn das sind alles Fakten, ey, die einfach nur dein Leben machen. Ey, yo, ey, die, du machst vor den Kindern jetzt im Internet auf King of Rap, doch ich weiß, wer hinter diesem Künstler steckt. Und du zitterst, denn die Wahrheit kommt ans Licht, ja, denn keiner weiß, wie oft du schon geschlagen worden bist. Ey, yo, ey, die ist der, der sich hinterm Bett gekrümmt versteckt und schreit, Mama, ne Papa, bitte den Gürtel weg. Also warte nicht auf Julius Bezahlung, denn in diesem Battle gewinnst du aber nur an Erfahrung. Soundtechnisch, so musikalisch gesehen, ist Laska geil. Kann ich mir das wirklich geil geben? Kann ich mir vorstellen, gebe ich mir das beim Autofahren so? Das gibt mir irgendwas, aber so aus battletechnischer Sicht ist er für mich hier klar unterlegen. Zumindest sage ich das jetzt mal so. Und jetzt zähle ich die Punkte und es kommt ein komplett anderes Ergebnis raus. Nee, Quatsch, wir zählen mal. Entschuldigung. 80 hat von mir bekommen. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25. Das muss man natürlich direkt wieder aufschreiben, ansonsten vergesse ich das wie alles.
Wie viel waren es? 25. 25. Und Laska hat von mir bekommen 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 17. Also ist schon, naja, für ein Halbfinale würde ich sagen, relativ deutlich. Da waren die meisten Battles bei mir echt enger. Ich wollte direkt schon wieder irgendeinen dummen Spruch kicken. So. Aber Freunde, dürfen wir das nicht übel nehmen. Ich versuche wirklich so minimal auf diese Werbefreundlichkeit zu achten. Wahrscheinlich ist es bei JBB eh aussichtslos, Digga. Bei den ganzen Schimpfwörtern, die da rumfliegen. So, ne? Aber man muss es ja nicht übertreiben. Ihr Hurensöhn. So, 25 zu 17. Wir schabauen mal, was Schubulje da Batu zerparkt in seiner Abadalabüse, Mibi Friendo. Seid ihr dabei? Jawohl. Re-Upload auf Dailymotion. Digga, wo sind wir denn hier jetzt? Daily Motion sind wir jetzt. Okay. Ich hoffe, das geht jetzt. Yo, wir sind endlich beim Halb. 300 mal lauter. Julian ist immer lauter bei seinen Analysen. Warum macht er das? Finale 80 gegen Laska, darauf hat die Welt gewartet. Es ist der absolute Übershit geworden. Mal gucken. Die Videos sind beide ziemlich gut. Das von 80 wäre wegen der Location, den Statisten, Make-up und so weiter besser gewesen, wäre es nicht so kontrastlos und unterbelichtet. Das Video an sich gibt eigentlich mehr her als das von Laska, aber es hat sich leider keiner die Mühe gemacht, das Set ordentlich zu beleuchten. Hier seht ihr zum Vergleich noch andere düstere Videos, bei denen es richtig gemacht wurde. Deswegen reicht es leider nur für ein Unentschieden, obwohl 80s Video mit vernünftigen Licht und Nachbearbeitung besser gewesen wäre. Merkt euch eine Sache, Licht ist das Allerwichtigste beim Drehen, noch wichtiger als die Kamera. Flow, 80s Flow ist schwächer als... Da hat er recht. Sonst, er versucht mit Double Time rumzublenden und das Ganze ist nicht mehr 80s Flow ist schwächer als sonst. Er versucht mit Double Time rumzublenden und das Ganze ist nicht mehr so kraftvoll in die Fresse, wie es in den beiden vorherigen Runden der Fall war. Ist natürlich Julian getreue Wortwahl und Definition, aber rumzublenden, alles vollgerotzt, rumzublenden ist schon ein Stüfchen zu hoch, sage ich mal. Der erste Beat ist eine Katastrophe und... Digga, ey, es gibt keine Analyse, ey, es ist einfach, ich weiß nicht, es ist einfach schön. Ich glaube aber genau das macht diese Würze halt aus. In dieser wunderbaren Konstellation, in dieser wunderbaren Beziehung, die Julian und ich führen. Es ist doch schön, dass wir immer so andere Meinungen haben. Für mich ist der erste Beat, Alter, den könnte ich 8 Stunden lang im Loop hören, so ein Beat. Julian sagt direkt, der erste Beat ist eine Katastrophe. Ihm ist seine Aggression in den beiden vorherigen Runden der Fall war. Der erste Beat ist eine Katastrophe und ihm ist seine Aggressivität verloren gegangen. Zusätzlich sind die Beats zu laut und man versteht nur die Hälfte. Vorher klang er viel mächtiger auf dem Beat und nicht irgendwo ganz klein unten drunter. Außerdem ist er teilweise richtig brutal Offbeat. Die übertrieben epische Atmosphäre... Digga, also... Weißt du, natürlich, wenn du jetzt anfängst, das in Taktgitter zu setzen, ne? So wie ich es bei meinem Rap-Tutorial in diversen Beispielen gemacht habe. Ne? Wenn du die Silben untereinander legst, die Vocalspur oben laufen lässt und die kleinen Pattern unten ins Taktgitter einführst und dann guckst, wie genau die Dinge übereinander liegen, über oder untereinander liegen, ne? Dann ist ganz sicher, das ist bei jedem Rapper so, ne? Dass das nicht 100% drauf ist, so, ne? Und bei 80 könnte ich mir schon vorstellen, dass es ein bisschen arg nebendran ist, so, ne? Aber das jetzt so zu bezeichnen als brutal Offbeat, das ist not right, Digga. Das ist not right. Right. Drunter, außerdem ist er teilweise richtig brutal Offbeat. Die übertrieben epische Atmosphäre aus den Vorrunden hat er das Klo runtergespült und gegen Effekthascherei ausgetauscht. Schade. Laska fällt... Krass, bin ich komplett anderer Meinung, wirklich komplett. Und das nicht nur einfach so aus Prinzip, weil ich irgendwas gegen Julian sagen will, sondern ich bin komplett anderer Meinung. Verzichtet mal wieder wunderbar auf Blender-Scheiße. Sinnloser Double-Time hätte die Runde komplett zerstört. Er klingt melodisch, angenehm und geht hart nach vorne in die Fresse. Jetzt bekommt die kleine Fame-Hure eine Bombe. Dich ficken ist gerade kein Problem. Dein Ape schafft es nicht mal ins vierte Finale einzuziehen. Skandal, die Wettemaschine schickte Gary ins Jenseits-Bitch. Der einzige Skandal ist, dass du Fläche noch vertreten bist. Krasse Marketing-Konzepte, doch eine Aspirin-Tablette. Bleib nicht aus bei deinem Sound und deinem Sprachfehler beim Rappen. Doch die Popularität steigt und so wie dein Vorbild aus 8 Mile lebst du den Film. Fühlst dich, wenn du deine Videos drehst wie der King. Doch genützt nicht, um dir geht es Egos zu stillen. Punkt für Laska. Technik, auch technisch hat 80 wieder... Sorry.
auch da liegt die Kunst liegt für mich einfach boah, das fuckt vielleicht ab. Die Kunst liegt für mich viel mehr darin, krass zu flowen. Und das ist auch natürlich, läufst du viel eher auf Gefahr hin, minimal mal Offbeat zu sein. Ich glaube, wenn du, es gibt bestimmt auch Leute, die sagen zu mir, dass ich Offbeat bin. Und wenn du meine Raps unter in Taktgitter einfügst und die Rhythmus-Pattern drunter ballerst, ja, so wie ich das mit diversen Beispielen in meinem Rap-Tutorial gemacht habe, dann siehst du auch bei mir, dass ich prinzipiell, ich will nicht sagen immer, ne, aber ich würde wirklich sagen, zu 80%, Digga, bin ich nicht auf dem Takt. Ich bin nicht drauf. Ich bin laid back, ich hänge hinten dran. Und Hater können natürlich sagen, der trifft doch nicht mal den Takt, so Ticker, ne? Aber die verstehen gar nicht, dass es ja mein Style ist so. Und je mehr ich mich ausprobiere mit Flows hier zu switchen, Betonungen und dies und das zu machen, das ist natürlich viel eher schwierig neben dem Takt. Und bei dem Laska, so gut Laska klingt, ich hab's gerade gesagt, ich feiere alles, was Laska macht, so vom Soundbild so, ne? Aber das ist natürlich so ein bisschen so, ah ja, ich gehe kein Risiko ein, ich rap einfach ganz normal so. Und dann deswegen, Laska aber den Punkt zu geben, finde ich nicht korrekt so irgendwie. Und ich finde das auch, ich will nicht sagen unprofessionell, aber eigentlich, ach komm, vielleicht mache ich irgendwann in diesem Leben mein eigenes Rap-Turnier, dann kann ich all das machen, wie ich es will. Danach gelassen, seine Runde ist fast komplett auf Blender-Flow ausgelegt und der Text ist ein Desaster, sowohl technisch als auch inhaltlich, aber dazu kommen wir gleich. Ich fand keinen Reim wirklich gut in der Runde, auch hier liegt Laska ganz klar vorne, solche Lines wie... Ja, das ist die beste Zeile, na klar, die nimmt er jetzt genau, die Schlange zu sprechen und Kammer des Schreckens. Das ist auch die Zeile, wo ich glaube ich sogar 2 Punkte für gebe. Ja, genau, aber dann nimm doch mal den Einstieg. Kein Problem, einzuziehen. Da reimt sich eine Silbe, das ist die erste, so, weißt du? Wie, er versucht mit seinem Gelispel wohl mit Schlangen zu sprechen, doch wir sind nicht bei Harry Potter und die Kammer des Schreckens sind null Zweck, haben Inhalt, Zusammenhang, sind technisch mehr als solide und punchen. Natürlich gibt es auch wieder viel Schrott, aber das Gesamtpaket Laska ist technisch klar überlegen. Punch. Nicht in dieser Welt, auch gerade dieser Begriff technisch, ne, diese Technik ist immer wieder schwindelnd, weil technisch gesehen in meiner Welt... Nicht in diesem Leben ist ein Laska einem 80 überlegen, Alter. No hate, no front, just saying, Digga. Das geht nicht klar, wenn du die Reimtechnik vielleicht nimmst. Ja, wow, er hat jetzt ein Beispiel gezeigt, Kammer des Schreckens auf Schlange zu sprechen. Hab ich auch gesagt, ist geil. Aber dann, ich weiß nicht so. Das ist... Lines. 80s Runde hat ungewohnt wenig gepuncht. Der erste Part hat 24 Lines und ich fand ein Drittel davon nicht schlecht. Die erste Punchline kommt relativ am Anfang. Und langsam kommst du auf den Trichter. Ja, genau, du bist rausgekickt. Du bist wie Detox, alle Welt wartet drauf, dass du draußen bist. Dann eine relativ mittig. Doch lassen wir das mit den fetten Witzen. 2 ganz gute Gegner und jetzt darf ich im Halbfinale den Braxton ficken. Dann gibt's einen witzigen Deine-Mutter-Spruch. Du wirst gnadenlos zerstört, wenn ich einfach in deine heile Welt. Denn hier passt du nicht rein wie deine Scheiß-Mom in ein Dreimann-Zelt. Und ein Ghostwriter-Vorwurf. Ich hab gehört, du willst die Texte nicht mal selber schreiben. Ernsthaft, du lässt dir sogar helfen bei der wacken Scheiße. Digga, das ist voll gut. Es ist einfach nur erfrontet. Nicht nur jemand, dass er sich beim Texte schreiben lassen helfen lässt, sondern erfrontet ihn auch noch mit der wacken Scheiße. So, das finde ich gut. Und ich bin jetzt wirklich mal gespannt, wenn er jetzt die Punchlines von Laska aufzählt, welche da kommen. Welche Lines wie. Kommt natürlich auch immer darauf an, was definierst du als Punchline, aber da bin ich jetzt wirklich mal gespannt. So wie der Bogen von Robin Hood. Da können dir auch deine scheiß nichtssagenden Double Times nicht helfen, sitzen nicht, weil Laska sich den Double Time mittlerweile komplett abgewöhnt hat. Umso komischer finde ich, dass 80 dann selber nichtssagenden Double Time bringt. Das habe ich auch kritisiert, gebe ich ihm 100% recht. Das habe ich auch nicht verstanden so. Das ist halt wirklich so. Das ist unklug einfach. Das ist dumm. Das ist wie gesagt, wie wenn ich sage jemand, ey, du zieh mal die grüne Pulli aus, Alter. Die Runde ist praktisch ein Widerspruch und selbst es. Er frontet Laskas nichtssagenden Double Time, der zum Glück nicht mehr vorhanden ist und mit inhaltlich starken Punchlines ausgetauscht wurde, mit Double Time, den er gegen seine eigenen starken... Ich hab grad irgendwie Schiss, dass ich überhaupt nicht aufnehme. Boah, was ein Glück, du. Ich konnte mich an den Moment... Oh nein, nicht WhatsApp. Nein! 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 Alter, egal, vergiss es. Komm, jetzt machen wir es auf. Was ist denn da? Okay. Der Einblick in Chigis Privatleben. Weiter geht's hier im Kreiskarussell.
starken Punchlines ausgetauscht wurde mit Double Time, den er gegen seine eigenen starken Punchlines ausgetauscht hat. Ich kann das nicht ernst nehmen. Der Double Time Part ist zwar nicht ganz nichtsaussagend und hat ein paar solide Lines, zum Beispiel bezeichnet der Lasker in erster Linie als Fake-Image-Rapper, der allen etwas vorspielt, aber das will alles nicht so richtig treffen. Der Gegnerbezug ist viel zu oberflächlich, wenn er überhaupt vorhanden ist. Es ist alles viel zu allgemein gehalten. Du machst Ami-Rap und bist Fake mit 1000 Wörtern zum Schreiben, juckt mich als Zuhörer überhaupt nicht. Durch den Double Time sind die Sätze alle so unendlich lang, dass jede einzelne Aussage verwässert wird, selbst wenn sie gut gewesen wäre. Double Time ist einfach Punchline kontraproduktiv. Korrekt. Zwischendurch ist auch echt richtiger Ultraschrott dabei. Dann hängt der dumme Penner an der Decke wie Spinnen oder... Wie ein Spinnennetz, sagt er doch, oder? Ich weiß noch, was hat er denn? Ich glaube, der sagt doch Spinnennetz. Ich finde die Zeile jetzt nicht schlecht. Ist kein Überkrass, aber es ist jetzt so als Ultramüll hinzustellen. Also scheinbar lebe ich da wirklich in Parallelwelten. Richtiger Ultraschrott dabei. Dann hängt der dumme Penner an der Decke wie Spinnen oder aufgesetzt wie ein Geschäftsbrief. Perplex lässt schön grüßen. Das meiste ist weder witzig noch zerfickend. Es ist irrelevant, langweilig und soll durch Flow wahrscheinlich beeindrucken. Ich bin unbeeindruckt. 80s Ding sind epische 90 BPM Bretter, in denen er eine Line nach der anderen aggressiv in den Beat knallt und seinen Gegner umbringt. Kurze, prägnante Punchlines, die wegficken und kein Scheißbuch in Double Time vorgetragen. Seine Runde... Ja, so viel Double Time rappt er jetzt auch nicht, Alter. Aber erwähn doch bitte mal die Flow- und Rhythmus-Pattern, die er in dem zweiten Teil an den Tag legt, Alter. Ich weiß nicht, ob ich da vielleicht, ich weiß schon, dass ich immer so dazu neige, dann jemanden so in Schutz zu nehmen und dann so alles auf die Goldwaage zu legen und bei jedem Satz irgendwie denjenigen in Schutz nehmen zu wollen oder so. Aber das ist einfach nur, ich fühle einfach diesen Drang, meine Meinung zu vertreten so. Und ich glaube, ich habe auch manchmal so einen übertriebenen Gerechtigkeitssinn und da ist mir scheißegal, für wen und gegen wen ich bin, sondern ich bin einfach nur so für diese Gerechtigkeit und ich empfinde das hier, also in meiner Welt nicht als gerecht. Ihn nur runterzumachen, so als hätte er hier gerade so diese Offbeat komplett scheiße abgeliefert, Alter. Da waren, also mich hat das komplett unterhalten und ich, so wenig ich den zweiten Part jetzt auch gefeiert habe bei AT, ne, desto krass kann man das, oder kann ich das sehen, wie er die Silben da gesetzt hat, so teilweise. Natürlich, der Double Time habe ich auch gesagt, das ist so, ja, weiß ich nicht, ne, aber, naja. Gegen Gary hat mich brutal in den Sitz gefickt. Hier passiert nicht ein vorgetragen. Seine Runde gegen Gary hat mich brutal in den Sitz gefickt. Hier passiert nichts dergleichen. Man ist mehr damit beschäftigt, die Lines zu verstehen, als irgendwas abzufeiern. Lasker hat mal wieder recherchiert und hat Gegnerbezug ohne Ende. Er wird persönlich fast schon ein bisschen eklig, entertained, puncht und fickt 80s Leben. Er vergreift sich wieder am Werdegang seines Gegners, der im VBT wohl nicht sonderlich erfolgreich gewesen ist. Gerade... Wohl nicht sonderlich. Er hat überhaupt keine Ahnung, ob das wirklich so der Fall gewesen ist, aber es hat auf jeden Fall mega Gegnerbezug und fickt heftig rein, weil Lasker sagt das. Digga. Wieder am Werdegang seines Gegners, der im VBT wohl nicht sonderlich erfolgreich gewesen ist. Gerade das puncht in meinen Augen aber kein bisschen. Ach so, okay, danke. Es ist auch immer das einzige Argument aller VBT-Befürworter, wenn ich sage, dass das VBT nicht mal im Ansatz an das JBB herankommt. Rapper XY ist im VBT schon im 32. geflogen und bei dir war er im Finale. VBT-Rapper sind viel besser. Dann vergleicht mal die Runden von Leuten, die in beiden Turnieren dabei waren. Guckt mal Gary im VBT und Gary im JBB oder Gio im VBT und im JBB. VBT Müll, JBB Übershit. Ihr werdet merken, dass keiner einen Fick auf das VBT gibt, nicht mal die Teilnehmer selbst. Bei mir gibt jeder sein Äußerstes und wächst über sich hinaus. Beim VBT kackt jeder seine Runde nur hin. Disst man einen Rechtsanwalt damit, dass er in der 4. Klasse mal eine schlechte Note in einem Mathe-Test hatte? Nein, das juckt niemanden, genau wie das VBT. Aber das nur mal so nebenbei. Deswegen sage ich VBT Müll und deswegen kann AT, der im VBT in Vorrunde 2 rausfliegt, bei mir ins Halbfinale kommen, weil sich hier jeder viel mehr Mühe gibt und deswegen ist es keine krasse Punchline, das zu erwähnen. Boah, da hat er bestimmt ein paar Dislikes kassiert, oder? Wegen so Aussagen, weil es gibt ja sehr viele VBT-Fanboys unter euch, ne? Und Fangirls natürlich auch. Jetzt bekommt die kleine Fame-Hure eine Bombe. Dich ficken ist gerade kein Problem. Dein AT schafft es nicht mal ins 4. Finale einzuziehen. Und das im VBT, du hast verloren, Junge, weil du aufgegeben hast und das in Vorrunde 2. Im Jahr davor war Flug, der dich angespritzt in den Boden klopfte. Doch denk nicht, du hast mit deinem Standard-Shit hier eine große Chance. So gute Reimtechnik hier, aber bis jetzt 6 Zeilen. Meiner Meinung nach kein Punch dabei.
Aber danach fängt es dann an, interessant zu werden. Es geht um 80s Familie oder Pseudo-Familie. Keine Ahnung, ob das alles echt ist, aber es wirkt auf jeden Fall authentisch und wird mit Fotos noch weiter unterstützt. Sogar deine Mama war eine dumme Schlampe, denn wirklich jeder außer ihr wusste, dein Rabenvater bumst eine andere, die dann zu deiner Stiefmutter wurde. Doch ich glaub nicht nur, dein Daddy war verliebt in die Hure. Denn ständig küsst du sie und packst sie an die Hängetitten. Nebenbei, ich würd gern deine Schwester ficken. Dann kommt etwas sehr Geiles, und zwar... Das ist schon geil. Also es ist schon gut. Ach komm, ich muss jetzt auch nicht alles hier immer... Komm. Reagiert er auf den K.O.-Punch von 80 gegen Gary, indem er selber ein altes Breakdance-Video ausgegraben hat, um 80 auf exakt die gleiche Weise anzugreifen. Ach so. Das Video war doch gar nicht dabei, Digga. War das auch ein Re-Upload hier von mir oder was? Ach so. Schade. Schade. Selber ein altes Breakdance-Video ausgegraben hat, um 80 auf exakt die gleiche Weise anzugreifen. Er baut es mit entsprechenden Lines erst auf, in welchen er unter anderem sagt, dass er sich fremdschämt, und dann kommt das Breakdance-Video. The front is scary, ja, mit paar behinderten Clips. Doch merkt es nicht, dass von dir auch einer im Internet ist. Ja, dein 80, Mann, du hast mehr Angriffsfläche, als die Fans denken. Denn vor ein paar Jahren warst du noch lächerlich am Breakdancen. Wer soll den Türnagel noch ernst? Ja, wo kommt denn das Video jetzt mal? Nehmen, denn bei deinem Rumgampel vor der Camper spür ich gerade fremd. Lass das Cannabis doch sein, wenn du's nicht verträgst. Denn ich glaub, er tanzt gar nicht, er versucht nur zu stehen. Ziemlich coole Idee, auch wenn das Video an sich nicht so peinlich ist wie das von Gary. Also kein K.O.-Punch diesmal, aber ihn mit seinen eigenen Mitteln zu ficken und das gegen ihn zu verwenden, ist ein ziemlich guter Punch. Das stimmt, ja, der war wirklich ganz gut, ja. Schade, dass das Video nicht ganz so schlimm ist. Den Anfang vom zweiten Part fand ich wieder mal nicht so krass, weil das nun mal auf jeden einzelnen Teilnehmer zutrifft. Genau wie auf Laska selbst. Die Leute kommen zu mir und werden dadurch bekannt. Das ist der Lauf der Dinge. Wer war denn Laska vorher? Ein Niemand, genau wie jeder andere. Auf dem Label ist ja krasser Shit. Doch sag, wie willst du deine drei Künstler pushen, wenn du es bei dir selbst nicht mal gebacken kriegst? Denn keiner deiner Rapper knackt die 300 Likes. Außer du und das durch Julian, Digga, weißt du Bescheid. Richtig geil wird's dann aber, wenn's ums Lispeln geht. Das habe ich übertrieben gefeiert, besonders das mit der Kammer des Schreckens und den Hi-Hats. Krasse Marketingkonzepte, doch ne Aspirin-Tablette bleibt nicht aus bei deinem Sound und deinem Sprachfehler beim Rappen. Du hast echt wacky Lispler und gehörst deshalb nur in die Logopädie und nicht in ein Rap-Battle, Digga. Er versucht mit seinem Gelispel wohl mit Schlangen zu sprechen, doch wir sind nicht bei Harry Potter und die Kammer des Schreckens gibt deinen S-Lauten einen Zweck. Echt dope Hi-Hats. Ein Fettnäpfchen gibt's leider auch. Keiner checkte, dass ne 80. Also die Lispel-Line, die beiden waren wirklich geil mit der Hi-Hat und der Kammer des Schreckens, muss man wirklich sagen. Eine an sich gute Line, weil 80s Künstlername ein... Jetzt bin ich gespannt. Ein absichtlich falsch geschriebenes 80, also 80 ist und 88 ja für haha, also für den Hitlergruß steht. Aber leider mit einem nicht existierenden Wort versaut. Rechtsradikalisch ist richtig peinlich. Besser wäre vielleicht gewesen, bist du rechtsradikal gesinnt. Oder weil du einfach ein Nazi bist. Eine 88 in deinem Namen drin, willst du damit sagen, dass du da halt einen Zweckreim nehmen können oder ein Wort, was sich einfach nur für den Reim dient. Eine 88 in deinem Namen drin, willst du uns damit zeigen, dass du keck nur ein Nazi bist oder dass du Penner ein Nazi bist? 88 in deinem Namen drin, Penner ein Nazi bist? Oder sowas in der Art. Sehr schade um diese eigentlich gute Punchline, aber sie funktioniert im Prinzip trotzdem. Das Ende des Parts fand ich auch gelungen, besonders dass Laska die Tatsache aufgreift, dass 80 in jeder verdammten Runde einen Feature-Part hat. Hätte er diese Energie mal lieber in seine eigene Runde gesteckt. Auch die Hook hat gepuncht, besonders ganz am Ende. Und damit ich nicht mehr Anja diese miese Fuck betrügen muss, kill ich dich und mach aus deiner Hühnerbrust Geflügelwurst. Digga, gegen dich könnte ich auf Zweck reimen, denn du bettest dich selber mit deiner echt nice Gang, er will unbedingt Likes. Und deshalb bist du wie ein Alkoholiker bei jeder fucking Runde dabei. Ey, ich bumse deinen Hype, guck mal, wie leicht man dich zerlegen kann. Denn das sind alles Fakten, 80, einfach nur dein Leben, Mann. Ey, yo, 80, du machst vor den Kindern jetzt im Internet auf King of Rap. Doch ich weiß, wer hinter diesem Künstler steckt. Und du zitterst, wenn die Wahrheit kommt ans Licht. Ja, denn keiner weiß, wie oft du schon geschlagen worden bist. Ey, yo, 80, ist der, der sich hinterm Bett gekrümmt versteckt. Und schreit, Mama, nimm Papa bitte den Gürtel weg. Also warte nicht auf Julius Bezahlung, denn in diesem Battle gewinnst du aber nur an Erfahrung. Er ist informiert, hat recherchiert, viel Gegnerbezug, Humor, genau richtig dosiert, mies und unter die Gürtellinie. Mehr als eindeutig besser.
Ja, es ist also, wie gesagt, wenn ich das jetzt auch nochmal höre, so, das ist schon echt gut, aber für mich ist das, für mich ist es einfach nicht besser. Also ich fühle viel mehr den Vibe von 80. Die Art, wie er rappt, die Art, wie er float, die Art, wie er die Silben setzt, die Art, wie er die Punchlines betont, gibt mir viel mehr. 2 Punkte für Laska und 80 gerade soeben mit viel gutem Willen 1 Punkt. Extra Punkt, ich feiere 80 von Anfang an. Seine Runden gegen Diverse und Gary sind zusammen mit Gios Runde die besten des Jahres. Er war für mich schon fast sicher im Finale, aber diese Runde ist Schrott. Laska hat es schon wieder getan, erst Ente und jetzt nimmt er meinen nächsten Favoriten aus dem Turnier. Ich bin völlig fassungslos. Ich möchte hier seinen Erfolg keinesfalls schlechtreden, aber seine Gegner kriegen es einfach nicht hin, bei ihm ihr Bestes zu geben und ihn richtig zu treffen. Da hätte man mich gegen mich battlen sollen, du. Ich hätte ihn komplett zerpflückt hier von A bis Z. Was ist das Problem? Nehmt ihr Laska als Gegner nicht ernst? Fällt euch nichts Besseres ein, als zu sagen, dass er fett ist? Oder ja, das stimmt, das sag ich auch. Das habe ich auch schon gesagt. Das ist einfach so, da muss man mal ein bisschen nachdenken, Mensch. Alles mit Double Time kaschieren? Wenn das so weitergeht, macht er am Ende noch den Schwamm kaputt. Extra Punkt, natürlich Laska. Das. Boah, Digga, das ist echt krass. Bei mir geht's 25-17 für 80 aus und hier geht's einfach 6-2 für Laska aus. Und da bin ich mal auf die ganzen Kommentare gespannt, Frobeunde. Jetzt aber mal wirklich hier ran an die Tasten. User-Voting ist relativ ausgewogen. Es muss an den unfassbar geilen anderen Runden von 80 liegen, dass das User-Voting noch so gut für ihn ausgeht, denn diese Runde... Aber das ist eigentlich voll beides beschissenes Voting. ...war alles Mögliche, aber ganz bestimmt nicht knapp. Dieser Punktestand ist wirklich schlimm, aber es kommt noch schlimmer. 80 hat leider 2 Stunden zu spät abgegeben und bekommt einen Strafpunkt. Das steht ihm. 2 Stunden zu spät abgegeben. Ja. Damit kommen zu Laskas 500 Euro vom Viertelfinale, nochmal 1000 Euro obendrauf und er landet im Finale. Morgen gibt es die Verse gegen Gio und nächste Woche geht's weiter mit dem Mini-JBB. Cinema. King Easy. King Easy! Den feiere ich irgendwie, auch wenn er nur über Kiffen und so rappt, aber King Easy kann ich mir so aus Unterhaltungszwecken echt ganz gut geben. Ja, Freunde, interessante Folge, Alter, ohne Spaß. Ich weiß nicht, ob es noch daran liegt, dass ich ein bisschen verkatert bin, aber prinzipiell, Digga, hör ich auf mein Gefühl. Ich habe alles gesagt, ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das seht. Mir hat es auf jeden Fall trotzdem Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch, trotz den ganzen Meinungsverschiedenheiten. Wir sehen uns bald wieder, Freunde. Schön an alle, die das Video bis zum Ende geguckt haben. Auf jeden Fall hier Glocke aktivieren, abonnieren, liken, wenn ihr Lust habt. Ist nicht so wichtig. Abonnieren, Glocke und so ist wichtiger. Yes, yo, Rap-Tutorial auschecken, JGG. Ich gehe jetzt mal Käffchen trinken, ne? Und dann setze ich mich womöglich schon ans nächste Video. Ja, Mensch, ist es denn nicht klasse? Super, schönen Tag für euch. Bis dann. Tschüss.